So, herzlich willkommen bei den Digital Store Foto und Video Days 2022. Mein Vortrag ist heute über die Streetfotografie und mein Name ist Sascha van der Werf. Ich werde euch heute ein bisschen was über meine Streetfotografie erzählen, warum ich das mache oder wie ich zu dem Ganzen überhaupt gekommen bin. Was für mich sozusagen das Besondere im Alltag zu entdecken ist. Der schlimmste Punkt, fremde Menschen fotografieren, auf fremde Menschen zugehen, vor Panik erstarren, alles halb so schlimm. Und zum Schluss dann noch ein paar Inspirationen von meiner Seite, beziehungsweise das geht eh durch den ganzen Vortrag durch. Ja. Streetfotografie ist für mich wie Fischen. Ja. Mir geht es nicht darum, den Fisch zu fangen, am Anfang schon. Ja. Am Anfang war das so, ich brauche ein Foto oder sonst irgendwas in die Richtung, sondern mittlerweile ist es einfach so wie beim Fischen, wo du den ganzen Prozess einfach genießt. Ja. Von einer Früh vorbereiten, irgendwo hinfahren zum See, den Tag genießen und wenn dann am Ende des Tages noch ein guter Fang dabei rauskommt, dann ist es geil. Ja. Das hat sich einfach über die Jahre bei mir insofern verändert. Klar, ich habe mittlerweile ganz viele Fotos, die gute Erinnerungen für mich sind, aber ich habe es einfach gemerkt, dass du kannst nichts erzwingen. Ja. Und je mehr du das Ganze genießt, desto mehr hast du davon. Ja. Und sei es nur, wenn ich am Tag spazieren gehe und mit keinem Foto heimkomme. Und das passiert ziemlich oft, dass du einfach rausgehst und mit nichts heimkommst. Ja. Am Anfang war ich frustriert, am nächsten Tag noch einmal raus und noch einmal und verbissener. Und das funktioniert einfach nicht. Also, je mehr man gelassen und ruhig rausgeht, desto mehr genießt man es, hat man eine schöne Zeit, lernt fremde Menschen kennen. Und lernt dann irgendwann einmal einfach Rückschläge dazukehren. Ja. Aber für mich ist mittlerweile Streetfotografie so wie 24/7, also wenn ich in der Street bin, ist das so wie Happy Hour. Ja. Da werden Glückshormone freigeschalten, alles je nachdem, was mir gerade passiert oder widerfährt, wenn ich irgendwo bin, neue Leute kennenlernen. Oder wenn es halt einfach wirklich passiert, dass du den Anschuss erwischt, wo du sagst, geiler Tag. Ja. Das ist mal mit dem Foto passiert, das war mein allererstes Foto, ich glaube 2017 in Wien. Da habe ich angefangen mit Streetfotografie, da bin ich in das Ganze irgendwie reingerutscht ein bisschen. Und das Foto war dann letzten Endes das, was mich eingezogen hat, wo ich dann gedacht habe, wo ich heimgekommen bin, geil. Also da spielen für mich so viele Punkte mit ein. Und das schaue ich mir heute noch gerne an. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich habe keinen Bock oder das interessiert mich nicht mehr, oder ich will eigentlich gar nicht mehr Streetfotografie machen, so die Punkte kommt man ab und zu. Ja. Dann schaue ich immer wieder, das hängt bei mir an der Wand, auf das Foto und denke mir, warum nicht? Was ist das Problem? Ja? Und dann kommst du wieder rein und dann gehst du wieder raus. Ja. Ich fotografiere keine Fiaker mehr heute, das gebe ich zu. Aber das ist einfach ein Foto, das mich immer wieder daran erinnert, warum mache ich das? Und das Warum, zu dem komme ich ganz zum Schluss. Ein weiterer Punkt, was für mich nicht unwichtig ist, ist Streetfotografie. Gibt man Zugang zum öffentlichen Leben. Das heißt, ich kann am Leben teilnehmen, ich kann andere Menschen beobachten. Jeder hat seinen kleinen Voyeur an sich. Ja. Und ich schaue einfach gerne Menschen zu, wie sie im Leben agieren. Ja. Und es macht mir einfach Spaß, sie zu beobachten. Und das Ganze dann in einem Foto festzuhalten, egal wo ich bin, ist dann einfach eine Erinnerung, die ich für mich mitnehme. Ja. Heutzutage sind die Leute alle umgeben von Telefonen und Fotoapparaten und dergleichen. Aber trotzdem ist es immer schwieriger, sozusagen die Leute zu fotografieren, ja, weil jeder ist irgendwie aware und da und all drum und dran. Und es ist nicht mehr ganz so leicht wie vorher wahrscheinlich, das ist aber immer noch möglich. Ja. Am Ende des Tages ist immer, wie gehe ich auf die Leute zu? Mache ich es candid oder mache ich es bewusst, ja, auf die Punkte gehe ich jetzt dann gleich ein, aber Hand aufs Herz, Streetfotografie ist harmlos, tut keinen weh, ich nehme da nichts weg, du bist in der Öffentlichkeit, so wie ich die wahrnehme oder wie ich jemanden wahrnehme. Es gehört natürlich zu gewissen ethischen Grundsätzen, die ich zum Beispiel habe, wo ich Menschen in gewissen Situationen nicht aufnehme. Ja. Zu dem komme ich dann auch später, aber wie gesagt, Streetfotografie tut keinen weh. Und ich stelle auch keine Fotos online, die irgendwen benachteiligen würden, diskriminieren würden und so dergleichen. Aber die Leute haben halt einfach die Erfahrung gemacht, gerade durch Instagram, ja, dass da viel Müll drauf gelandet ist und dann alle verschreckt sind.
sind aber genau die gleichen, die 5 Minuten später auf Facebook posten, wo sie gerade sind. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Wichtig ist für mich, den Moment zu genießen. Nur dann kann ich diese kleinen Dinge des Alltags entdecken anfangen. Ja, dann kann ich diese kleinen Geschichten entdecken für mich, die das ganze Street-Fotografie-Thema so spannend machen. Und das bedarf einfach der vollen Aufmerksamkeit. Ja. Also was ich gelernt habe für mich durch Street-Fotografie und warum ich heutzutage Street-Fotografie mache. Klar, am Anfang habe ich es gemacht, weil Fotos machen und zeigen und da und da. Aber mittlerweile ist es für mich einfach so ein Aufmerksamkeitstraining. Ja. Ich gehe viel bewusster, ich gehe viel ruhiger, viel langsamer durch die Straßen. Ich selektiere viel mehr, ich sehe viel mehr schon vor mir sozusagen. Hilft mir natürlich zum einen, dann komme ich mit 5 Speicherkarten heim und muss die alle durchschauen. Aber es ist einfach zum anderen, dass ich einfach, das ist ein richtiges Aufmerksamkeitstraining. Ja. Und dann wird das Besondere im Alltag auch auffallen. Dann werden ja diese kleinen Geschichten auffallen, dann werden sich Konstellationen ergeben, die es wert sind zu fotografieren, die es wert sind, eine Geschichte mitzunehmen. Der Alltag, den kennen wir alle in Wien, dort wo wir wohnen, der ist immer unspektakulär, langweilig oder was auch immer. Ja. Aber er hat so seinen Charakter, also Wien hat so seinen Alltag. Ja. Und da findet man genauso die kleinen Momente, wo man entweder schmunzelt oder wo es einfach irgendwo berührend ist oder wo es manchmal einfach eine Situation ist, wo man sagt, fein, den möchte ich gern festhalten. Ja. Für uns eins ist natürlich immer interessant, wie schaut es woanders aus, ja. wie ist es in anderen Ländern, und da ist es viel spannender und alles neu. Für die Leute ist es deren Alltag, ja. Also die sehen das zu Hause ganz anders wie wir. Ja. Es ist immer die Frage, wie gehe ich in die Straßen, wie will ich das Ganze aufnehmen. Und ja, ich habe auch Tage, wo ich hingehe und denke, Wien schon wieder. Also vor allem nach den letzten 2 Jahren, wo ich nicht so viel rumgekommen bin wie vorher, war das dann schon so, dass ich zum Schluss noch mal die Kamera in der Tasche gelassen habe, was ich normalerweise nie mache, weil ich mir gedacht habe, Wien, langweilig etc. Ja. Und es hat jetzt wieder halb so lange gedauert, bis ich mich selbst wieder aufgerafft habe und reingekommen und mittlerweile wieder Spaß habe, durch Wien zu latschen, ja, und einfach die Zeit genieße. In der Street wirst du einfach den Alltag manchmal hart entdecken, der ist einfach manchmal nicht so schön, ja, gehört genauso dazu. Und gehört genauso dazu, wie manchmal ist er einfach lustig. Ja. Und das sind 3 Fotos, ich glaube vom letzten Jahr, die sind alle innerhalb von 5 Minuten entstanden. Ja. Alle einmal bei der Hofburg und einmal beim Museumsquartier. Aber es gibt auch lustige Momente, wo du einfach schmunzeln musst. Ja. Und die findet man. Also es gehört alles dazu. Street kann von auf der Ansicht ein bisschen ein harter Alltag sein, bis hin zu lustigen. Ja. Man muss nur für sich selber herausfinden und für sich auch die Ethik festlegen, was fotografiere ich und was fotografiere ich nicht. Was muss nicht sein, sozusagen. Ja. Und da kann es niemandem was vorschreiben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe meine ethischen Grundsätze, die behalte ich mir und die lasse ich mir auch niemanden nehmen. Was ich vorher angesprochen habe, du wirst einfach mit der Zeit aufmerksamer. Ja. Street-Fotografie ist einfach die Kunst des Beobachtens. Und wenn du dir den Ganzen hingibst und einfach ruhig und im Moment bist, präsent bist sozusagen, dann wirst du einfach viel mehr wahrnehmen. Ja. Dann wirst du einfach alles um dich ganz anders wahrnehmen, anfangen auch mit der Zeit. Ja. Wenn ich denke, wo ich früher über den Naschmarkt gerannt bin, ja, da habe ich die Hälfte nicht gesehen. Ja. Heutzutage gehe ich viel ruhiger und viel gelassener durch und auch aufmerksamer. Und ich sehe viel mehr Sachen. Manchmal sehe ich Sachen, die du nicht sehen willst, gebe ich zu. Aber zum meisten sind es einfach Sachen, die dir einfach nicht auffallen. Weil das ist einfach so bei uns im Alltag, kenne ich schon. Und jeder geht so vorbei mit Scheuklappen davor. Ja. Aber das ist das, was ich so an der Street-Fotografie liebe, ist, dass ich mich wieder abholt, ruhiger macht und einfach präsenter im Moment bin und einfach mehr ja, die Zeit genieße. Ja. Und das ist, indem ich die Kamera in die Hand nehme. Also ich habe die Kamera nicht in der Tasche oder sonst irgendwas, weil die Regel kennen wir auch, bis du die Taschen aus der Kamera hast, ist die Geschichte vorbei. Ja. Aber je mehr, wenn ich sie wirklich in der Hand habe, und die habe ich eigentlich jeden Tag dabei, dann bin ich ganz anders aufmerksam. Dann gehe ich sozusagen in meinen Modus über. Ja. Wenn ich sie nicht habe, wenn ich sie in der Tasche habe, dann habe ich einen anderen Zugang zu dem Tag. Dann lasse ich sie drin, aber wenn ich sie in der Hand habe, dann bin ich da. Ja. Und dazu meine ich auch,
dass ich wirklich mit allen Sinnen präsent bin. Ich schaue das Handy ab, ich rahme alles weg, was mich irgendwie persönlich ablenken kann, weil ich einfach das genießen möchte, was ich tue. Ja, einfach wirklich im Moment sein möchte. Und ansonsten würde ich nämlich nicht merken, wenn irgendwo was ums Eck interessant wäre. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja. Manchmal ist es dann wahrscheinlich so, du hörst irgendwo ein Geräusch, du nimmst irgendwo einen Geruch wahr. Irgendwas ist, wenn man mit den ganzen Sinnen da ist, irgendwas führt dann immer in die nächste Gasse. Und das ist das Spannende dabei. Ja. Was ist um die Ecken, was kann ich dort erleben, was kann ich dort sehen? Und das würde ich nicht merken oder sehen, wenn ich Kopfhörer auf habe, irgendeine Musik hoch oder die ganze Zeit irgendwelche E-Mails lese oder sonst irgendwas. Dann ist es besser, ich bleibe daheim und lasse es sein. Ja, weil dann ist es maximal, dass du irgendwann mal so einen Arm kriegst, weil du die Kamera umsonst tragst. Ja. Und das ist der Punkt, wenn ich aufmerksam bin und da, du brauchst da eine gewisse Neugierde, logisch. Du musst einfach wollen. Ja. Aber Aufmerksamkeit und Neugier kombiniert, ja, die lassen mich dann aufschauen, umschauen, ums Eck schauen. Das könnte dort ums Eck, ums Gasserl sein, sozusagen. Ja. Und je mehr ich da drinnen bin, desto mehr nehme ich wahr, egal wo. Ja. In anderen Ländern fällt es mir natürlich noch leichter, wenn ich irgendwo anders bin, da bin ich einfach diese Abenteuerlust, was könnte dort denn sein? In Wien, ja klar, ich meine, die Straßen kenne ich schon, die renne ich jetzt zum 70. Mal auf. Ja. Aber was ich zum Beispiel mache, ich gehe jeden Tag an andere Straßen. Ich versuche jeden Tag irgendwo ein anderes Eckerl zu finden, egal ob es beim Heimgehen ist oder wenn ich Streetfotografie mache. Ich versuche immer anders, einen anderen Weg zu gehen, nie den gleichen. Ja. Und da findest du auch in Wien Platzeln, die du nicht vermutet hast. Ja. Die einfach dann denkst, wow, cool. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, die sind nicht aus Wien sind. Ja. Oh, Wien ist so super und Wien bietet so viel. Und das Erste, was du sagst, oh, Wien. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, du findest auch da genügend Plätze noch, wo du interessante Menschen kennenlernen kannst, wo du etwas Interessantes sehen kannst. Und das kann ich euch nur empfehlen. Versucht jeden Tag an andere Straßen zu gehen. Und Wien hat ein paar Straßen. Details. Das ist das, wenn du aufmerksamer bist, wenn du ruhiger durch die Straßen gehst, es werden da einfach Kleinigkeiten auffallen. Und ich nehme mir zum Beispiel jeden Tag irgendwas anderes vor, wenn ich unterwegs bin. Einmal schaue ich auf Tattoos, einmal schaue ich auf Hände, T-Shirts. Ich versuche mir immer irgendwas sozusagen für den Tag außer zu picken. Ja? Am liebsten schaue ich Batman-T-Shirts, gebe ich durch. Das ist so mein Fetisch. Aber gerade am Naschmarkt, also samstags am Naschmarkt, wenn ihr durchgeht, erstens mal seht ihr die ganze Gesellschaftsschicht von A bis Z. Es interessiert keinen, was ihr dort macht, in Wirklichkeit. Und da kann man extrem in Ruhe die Zeit genießen und beobachten, auf Details achten, was ergibt sich was nimmt wer wo in die Hand. Ja. Und manchmal sind einfach lustige Sachen dabei. Ja. Also bei dem Herrn war ich wahrscheinlich komplett vorbeigegangen, wenn ich nicht seine Socken entdeckt hätte. Ja. Weil ich einfach ein Schmunzeln drauf gehabt habe. Ja. Man denkt, einfach cool, ich würde mir seine Socken nicht getrauen anziehen, aber warum nicht? Ja. Ist doch völlig, völlig egal. Diese kleinen Sachen fallen dann überall auf, mit der Zeit. Hast du den gefragt beim Fotografieren? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe mir mal so abgeschnitten, dass man sein Gesicht nicht sieht. Aus dem Bauch heraus? Ich fotografiere alles aus der Hand aus. Da komme ich dann später dazu. Ja, also, da hast du kein Gesicht drauf und das ist halt das Thema in Österreich oder in Europa. Du musst halt aufpassen, wie wenn du fotografierst. Am besten von hinten oder von der Seite oder sonst irgendwie, wo man im Netz sieht. Und wenn dann halt so eine Situation sind, dann halt es zu. Und, weil da geht es ja um die Socken und da geht es nicht um ihn. Ne? Etwas, was ich total gern fotografiere und was ich einfach immer suche, ja, sind Tattoos. Weil das immer irgendwie eine kleine Geschichte über einen erzählt. Oder du probierst da eine kleine Geschichte im Kopf über denjenigen zusammenzustellen. Ja? Das heißt, du versuchst dir ein bisschen in denjenigen eine zu versetzen, zu fühlen. Ja. Und da gibt es natürlich die weirdesten Geschichten, ja, von der Blume im Rexglas bis, keine Ahnung, was das für Frucht ist, bis hin Liebe. Liebe hast du immer, jeder hat irgendwo Liebe drauf tätowiert, meistens irgendwas. Also die unterschiedlichsten Sachen, die du findest. Ja. Und eins meiner Lieblingstattoos sozusagen ist er. Es war, wie in Bangkok war, mitten in so einer Gossen, wo
alleine die normalerweise nicht hingetraust. Und dann sehe ich das weiter tun, dann denke ich mir, okay, wieso hat er sich das so drauf tätowiert, was ist die Geschichte dahinter, ist für You nichts mehr ausgegangen und hat dann einfach nur das U drauf oder was auch immer. Oder? Und da kann sich jeder seine Geschichte im Kopf zusammenstellen. Ja. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und in den meisten Fällen gehe ich dann auch hin, ja, und frage die Leute, weil das einfach auch ein weiterer Punkt ist. Wenn du den Leuten ehrliche Aufmerksamkeit schenkst, ein ehrliches Kompliment gibst, ja, dann hast du einfach einen Zugang zu demjenigen. Ja. Und die meisten, 99,9%, muss ich sagen, haben dann eine Garde gehabt mit mir oder ich habe mit denen gesprochen. Ja. Er hat mich leider nicht verstanden, aber wir haben uns gegenseitig angegrinst und alles war cool. Und ich habe gesagt, I love you und das ist fertig. Aber das passt. Da habe ich, also gerade im Ausland passiert dann das halt oft, dass du natürlich sprachliche Barrieren hast. Ja. Aber eine Barriere, die jeder versteht, ist, wenn du die Zähne sagst und ehrlich grinst und eine Garde hast. Und dann versteht er auch das Kompliment, egal wer. Ja. Ein weiterer Punkt, wie gesagt, auf das ich halt sehr gerne schaue, sind Kleidungen. Da ergibt sich, da ist wieder mein Batman, also das neue Batmobil. Das ist halt auch immer, jeder versucht irgendwas nach außen hinzutragen, ein T-Shirt. Ja. Vielleicht ist er das gar nicht oder unterschiedlichster Natur. Da sind coole Sprüche drauf, die dich zum Schmunzeln bringen. Irgendwas holt dich immer ab. Ja. Und wie gesagt, ich bin halt mittlerweile so Batman. Den finde ich, wenn ich da stehe und am Stephansplatz läuft einer mit dem Batman-T-Shirt, den finde ich und dem laufe ich auch nach. Und zumeist ist es aber lustiger, Sachen zu finden, so wie in dem Fall, ja. Also T-Shirts, die nicht dazu passen zum Gesicht oder generell, ja. Wo du einfach selber schmunzeln musst, wenn du sagst, no smiles, das kommt alles so. Ja. Es gibt dann aber Leute, die einfach aus der Menge rausstechen, ja. die übersiehst nicht. Ja. Aber das sind auch so Dinge, die dir dann immer mehr helfen, aufmerksamer zu werden. Du findest die Leute, du siehst die. Ja. Wir sehen es alle jeden Tag. Wir sind einfach nur nicht mehr aufmerksam genug, dass wir das sehen. Und das ist mein Training mit der Street-Fotografie. Ich hole mich da jedes Mal wieder zurück und ich merke das auch, wenn ich eine Zeit lang keine Street-Fotografie mache, ich bin total unkonzentriert. Ich kriege ja nichts mehr, bin nicht fokussiert und gar nichts. Wenn ich das wieder eine Zeit lang betreibe, ja, geht wieder alles andere auch vielleicht. Also ist Training auch für das restliche Leben sozusagen. Ja. Was natürlich an mir am liebsten ist, sind Emotionen. Ja. Emotionen in jeglicher Form. Ja. Menschliche Ausdrücke von A bis Z, also die kriegst du überall. Ja. Das ist einfach, wo ich sage, das ist Leben. Ja. Jeder, der Emotion sagt, der lebt. Und das ist das, was für mich so spannend ist. Und die Erfassung von menschlichen Emotionen ist in meiner Street-Fotografie spielt eine wichtige Rolle. Ja. Und manchmal ist es einfach so, dass das nur am Bruchteil einer Sekunde passiert. Ja. Aber das, wenn du aufmerksam bist, dann wirst du sie ab, dann kriegst du die Geste sozusagen. Die siehst du. Ja. Dann ist natürlich der zweite Punkt, dass du dich auch fotografieren kannst. Aber das ist eine reine Übungssache. Bis die Kamera im Griff zu haben, das ist zwei, dreimal spazieren gegangen, das hast du intus. Ja. Was viel länger dauert, ist das einfach zu erkennen. Und was für eine Geschichte möchtest du erzählen damit? Das ist aber etwas, was jeder mit sich selber sozusagen machen muss. Aber für mich sind das die entscheidenden Momente und die den Unterschied ausmachen. Ja, das war in Istanbul am Markt und irgendwer hat irgendwas nachgeschrien, ja, und das war halt ihre Antwort. Ich habe es nicht verstanden, aber ich kann es mir ausmalen, was sie sich gedacht hat. Was mir in der Street-Fotografie wichtig ist, sind echte Momente. Echte Momente, die passieren, wo ich dabei bin, wo ich Zeuge bin sozusagen. Es gibt natürlich jetzt auch vor allem im Zeitalter vom Internet und Social Media sehr viele, die das einfach faken anfangen nach der Reihe. Weil, dann habe ich dabei einen Krieger aufmerksam, klatscht irgendwer. Das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Und die echten Street-Fotografen, soweit man echt sagen kann, ja. Aber die das mit Herz betreiben, bei denen ist es überall das Gleiche. Das ist ein echter Moment, den sie aufnehmen, der nicht beschönigt wird oder sonst irgendwas. Ja, du tust es gerade richten oder sowas, weil immer triffst du auch nicht genau. Ja. Aber du tust nichts dazu oder sonst irgendwas dichten. Ja. Das ist ein echter Moment. Ja. Und das könnte gar nicht zusammen kompositionieren. Ne? Das passiert einfach. Ja, das kannst nicht sagen. Stell dir einmal bitte kurz hin, der eine so, der andere so, funktioniert nicht. Ja? Und das ist aber auch das Spannende. Nämlich, wenn du das triffst, ja, dann schießt du einmal das Adrenalin kurz ein bisschen auf, weil du habe ich erwischt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen so ein kleiner Kick, der dabei ist. Ja?
Es gibt natürlich, wie gesagt, was ich vorher angesprochen habe, auf der anderen Seite sozusagen das lebendige Bild, ich kann kein Französisch, deswegen spreche ich das lieber nicht aus, klingt mir blöd, aber ist nichts anderes, als mit Menschen ein Bild komponieren. Und das ist halt im Zeitalter von, wie gesagt, Instagram und Co. momentan sehr beliebt, dass die Leute einfach gegenseitig so tun, als ob. Ja. Dann merkst du immer diese Schritte auf die Fotos. Passiert nie. Ja. Mache ich aber manchmal trotzdem gern, aber das ist für mich keine Street-Fotografie, das ist einfach, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und es ist irgendwo eine tolle Lichtkonstellation, wo natürlich kein Mensch vorbeikommt. Ja. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man zu zweit ist, wenn man Gaudi hat, und dann kann man das gemeinsam das Bild erstellen. Ja. So wie da, das ist im Theseus-Tempel in Wien, da war letztes Jahr eine Ausstellung, oder das war, glaube ich, eine Werbung für eine Ausstellung im MAC, und lauter so kleine Fäden runtergehängt, und da hast du halt nur einzeln eine kennen, naja, wie hoch ist die Chance, dass da zufällig wer vorbeikommt. Ja. Und das Gleiche ist zum Beispiel da in Berlin. Das ist die neue Wache in Berlin, das ist ein riesengroßer Kubus, da ist nichts drinnen außer eine Statue. Stehen natürlich alle bei der Statue, aber ganz hinten am Eck geht so gut wie niemand vorbei. Aber das Licht war einfach super, es ist einfach ein natürlicher Spot, hat uns getaugt und dann haben wir gegenseitig uns fotografiert und dort einfach ein Foto erstellt. Ja. Und das passt auch, das ist halt jetzt nicht Street-Fotografie in dem Sinne, ja. Aber man hat da gemeinsam eine gute Zeit und man macht gemeinsam Fotos, macht genauso Spaß. Ja. Und ich komme dann auch später noch auf den Punkt, mit Freunden in der Straße sein macht zumeist viel mehr Spaß, als wir alleine durch die Straßen zu roamen. Wo wir zu quasi Königsdisziplin kommen, ja? Fremde Menschen fotografieren. Ja? Die meisten haben Angst davor. Und ich muss sagen, ja, enorm. Und am Anfang überhaupt nicht getraut. Ja? Also, ich habe mich halt, hoppla. So, ich habe am Anfang überhaupt nicht getraut, auf Menschen zu gehen. Das war so für mich so, da habe ich vorher 15 Liter Schweiß in der Hand gehabt und die Kamera ist runtergerutscht. Ist immer noch so. Es ist immer noch so, wenn ich eine Zeit lang das nicht praktiziere, wenn ich es eine Zeit lang nicht mache, dann habe ich die Scheu hinzugehen. Aber es tut da keiner was. Maximal, dass er dich so anschaut. So. Maximal. Die Gedanken bei uns im Kopf sind immer so, der haut mir jetzt eins drauf oder schreit mir an oder sonst irgendwas. Keiner läuft da mit dem Schwert nach und haut da sozusagen eins drauf. Ja. Es kommt aber immer darauf an, wie ich auf die Leute zugehe. Ja. Wenn ich natürlich extrem offensiv drauf zugehe auf die Leute, dieses Foto mache, dann wird er natürlich sich bedroht fühlen. Und dann kann da das passieren. Ja. Es ist immer so, wie du mit der Umgebung agierst, so wird es fließen. Ja. Hast aber immer noch nicht, dass 100% alle okay damit sind. Muss auch nicht sein. Viele werden verschreckt sein, ja, hast einfach so. Wobei, das war dieses Mal die Tauben, nicht ich, Gott sei Dank. aber ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, und das ist das, was ich mir immer wieder selber sozusagen bewusst mache, ja. 99% interessiert es nicht, was du machst. Ja. Die interessiert es einfach nicht. Die interessiert es dann vielleicht, wenn du sie ins Internet stößt, wo sie in einer Situation dargestellt haben, was nicht okay ist, dann ist es klar, dass sie interessiert, weil es ist nicht in Ordnung. Aber 99% interessiert es einfach nicht, was du machst. Es ist nur bei uns im Kopf jedes Mal, was denkt der von mir und was denken die von mir und das. Aber die Dämonen holen mich auch oft ein. Ja. Die Frage ist dann nur, was tust du dagegen? Und das, was ich sagen kann, was du dagegen tun kannst, je öfter du das machst, desto normaler wird das. Ja. Und das funktioniert dann. Ja. Wie gesagt, der Respekt ist, glaube ich, ganz wichtig und der Respekt, den du auch ausstrahlst. Ja. Wenn ich natürlich sofort Ausstrahlung habe, die nicht respektvoll ist, ja, dann ist das die erste Barriere, die Leute schon wahrnehmen. Die Leute nehmen das einfach wahr. Ja. Und wie gesagt, wenn du so mit der Kamera drauf brichst, passt nicht, tut man auch nicht. Ja. Es ist natürlich in Zeiten wie diesen ein bisschen schwierig, überhaupt auf Leute zuzugehen, das ist klar, weil die meisten kommen nur nicht so nahe. Aber das muss man auch abwägen. Ja. Also ich schaue mir die Leute an, auf die ich zugehe. Ich schaue mir an, wen fotografiere ich nicht. Kriegst mit der Zeit ein bisschen ein Gefühl, den lasse ich lieber. Ja. Oder bei dem passt es. Ich will einfach nicht aufdringlich sein. Ja. Wie gesagt, your face hier sozusagen, das spürt es nicht. Ja. Was auch ein Punkt ist, und das ist halt eine Übungssache mit der Kamera,
ist die Haltung der Kamera. Wenn ich das hier mache, weiß jeder sofort, was du machst. Wurscht wie. Alles klar. Das ist so wie der Feind rüstet sozusagen sich zum Kampf. Ja. Ich mache das auch nicht. Ich schaue überhaupt nie durch. Ja. Ich hab meine Kamera in meiner Hand. Ich lache die Leute immer an. Ich verstecke sie auch nicht mehr. Ich bin früher so durch wie gegangen. Sehr unnatürlich die Haltung. Ja. Ich habe sie mittlerweile in meiner Hand. Jeder sieht, was ich mache. Ja. Wenn ich Street-Fotografie mache, habe ich die Sonnenbrille nicht auf. Ich schaue die Leute an. Ja. Und dadurch ergibt sich manchmal was. Manchmal kommst du ins Gespräch, manchmal findest du was, wo du jemandem ein Kompliment gibst und sozusagen mit dem will ich mehr machen. Ja. Manchmal gehst du einfach vorbei und das ist eine geile Situation und dann nimmst du es auf und fertig. Und das ist nicht aufdringlich, gar nichts. Ich weiß halt bei der Kamera, wo mein Frame ist. Ich weiß mit den 28 mm, wo muss ich hin. Und das ist halt der Vorteil davon, weil ich habe nur ein Objektiv. Ich brauche mich um nichts anderes kümmern. Ich habe meine zwei Einstellungen, die ich brauche. Das Ding habe ich einfach im Griff. Ja. Da weiß ich, was ich tue. Da brauche ich nicht drüber nach. Das ist ein Werkzeug. Wenn ich sie erst aus der Tasche holen muss und denke, nehme ich 35 mm, nehme ich 50 mm und so weiter und so fort, alles vorbei. Ja. Weil du konzentrierst dich so dermaßen auf das Ding, das muss einfach mitfließen sozusagen. Und dafür ist halt die Q einfach super, weil die liegt in der Hand super, ich habe genau das, was ich brauche. Mit den 28 mm habe ich lernen müssen, einen Schritt näher zu kommen. Das ist einfach so, du musst einfach näher. Aber das ist auch das Spannende mit dem 28 mm, wenn du es richtig aufnimmst, du bist mitten im Leben. Du kannst das mitten aufnehmen. Ja. Also da gibt es einige Techniken sozusagen, gerade am Anfang, wenn man sich schwer tut, in das Ganze reinzukommen, das Ganze in einer Candid-Art und Weise zu machen. Da komme ich dann auch nochmal drauf. Einer meiner Punkte ist, die ich überhaupt nicht mache, ist das Fotografieren von benachteiligten Menschen, egal wie. Körperliche Behinderung, Lebensbehinderung, also Lebensumstände, was auch immer, das mache ich nicht, Punkt. Da kann jeder wie soll ich sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Und da gibt es Pros und Cons und da habe ich schon unendliche Diskussionen geführt. Nein, mag ich nicht. Ja. Wenn es wirklich ganz lustig ist, ja, dann ist einfach kein Kopf drauf. Punkt. Weil alles andere ist sozusagen Müll. Ein Punkt ist, den mache ich sehr gern, ist aber für einen Mann relativ schwierig. Ja. Gerade für einen Mann, fremde Kinder in der Straße zu fotografieren, muss immer aufpassen, weil das ist einfach ein gesellschaftliches Thema, wo die meisten, oder vor allem auch, wenn die Eltern dabei sind, da alerted sind, sozusagen. Also aus diversen Gründen. Ja. Ich bin ein Mann, habe gute Absichten, sozusagen. Kein Bock, sozusagen, da in das Thema einzugreifen. Aber Kinder sind einfach geil. Kinder haben einfach Emotionen. 99% der Kinder scheißen sich nichts. Es ist einfach, die leben ihr Leben. Ja. Während wir uns natürlich 99% des Tages verstören, ja, leben die das einfach. Und du kannst mit denen eine richtige Gaudi haben. Ja. Manchmal ist es einfach so, es ergibt sich dann die Situation, dass du dann mit den Eltern redest und so weiter und so fort. Das passt dann auch. Die meisten haben erfreut, weil die kriegen dann Fotos von ihren Kids, die einfach cool sind. Ich habe einfach Spaß mit denen. Ja. Du hast einfach eine Gaudi mit denen. Die sind so ungezwungen zumeist. Ja. Und machen mit jedem Blödsinn mit. Und das ist, dann hast du einfach einen guten Moment da in der Street und das nimmst du dann mit heim. Mit dem zwar habe ich eine Zeit lang geblödelt. Das war in Bali, bin ich gerade aus dem Tempel rausgekommen und die haben mich halt so angeschaut, Fremder sozusagen, und ist halt hin und her gegangen. Und dann war noch ein Mädel von mir, mit der aus Bali war, die hat man mit denen das Ganze übersetzt, dann sind wir noch Eis essen gegangen, das Ganze einfach eine Gaudi gehabt. Ja. Und das ist einfach ein schöner Moment, den du mitnimmst, ja. Solange du gute Absichten hast. Ein Punkt, den hat Elliot Erwitt schon abfotografiert, Hunde. Ja. Ich glaube, wenn du sozusagen in die Hundefotografie gehst, dann lass das lieber, weil da hat er alles. Ja. Und seine Hundefotos sind der Hammer. Also wenn ihr das noch nicht kennt, das kann ich euch nur ins Herz legen. Elliot Erwitt, Traum. Was der da alles entdeckt hat. Und der hat einfach ein feines Auge. Ja. Der sieht, wenn es nicht sieht, er wahrscheinlich nicht mehr so viel in seinem hohen Alter, aber der hat einfach Sachen gesehen, die einfach super sind. Und er ist auch einer derjenigen gewesen, der gesagt hat, Street-Fotografie kann lustig sein. Street-Fotografie darf lustig sein. Das ist das Leben. Ja. Es wäre schön traurig, wenn das Leben nicht lustig wäre. Ja. Und das gehört dazu. Und er hat da echt ein paar super Situationen erwischt. Ja.
Was ich allerdings ganz gern mache mit den Hunden, ja, ist einfach, erst einmal sind es zumeist dankbare Geschöpfe, weil sie einfach chillt sind, ja, damit ihnen coole Fotos machen kannst. Zum Zweiten ist es zumeist ein Door-Opener zum Menschen. Ja. Also wenn du mit jemandem in Kontakt kommen willst und du gibst dir ehrliches Kompliment über seinen Hund, wird da niemand böse sein. Und dann kannst du schauen, wie kannst du weiterarbeiten mit demjenigen oder derjenigen. Und das war letzte Woche, wie ich heimgegangen bin, sind die von meiner Haustür quasi lachen müssen. Ja. Ich habe die Kamera und alles weggepackt, Fehler Nummer 1, was du normalerweise nicht tust. Ja. Und ich sehe die auf der anderen Straßenseite, ich hole aus und ich lache ihn an und er lacht zurück. Und dann habe ich gesagt, darf ich ein Foto machen? Sowieso. Ja, bam. Und ja, also Hunde sind ein guter Door-Opener. Auf Menschen zugehen, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, etwas, wenn man ein bisschen mehr in der Street-Fotografie drinnen ist, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, wenn man selbstsicherer wird mit der Kamera und den ganzen Umgebungen, dann ist es das, was einfach am meisten Spaß macht. Ja. Ich werde am Anfang jetzt über zwei Situationen reden, wo das Ganze sozusagen eher aus der Voyeur-Sicht, aus der Candid-Sicht ist, wo man ruhig eingeht, ohne dass man die Situation zerstört, wo man einfach nur stiller Zeuge ist, ja, wo man die Leute sozusagen in ihrem Umfeld fotografiert, aber jetzt nicht direkt auf sie zugeht, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man sich gerade nicht getraut, weil es sich gerade nicht ergibt und so weiter und so fort. Das Zweite ist natürlich, die meisten Situationen fotografierst vorher. Weil du kannst nicht vorher fragen, Entschuldige, könnt ihr nachher die Situation in 5 Minuten fotografieren? Das funktioniert nicht. Ja. Aber da bin ich halt mittendrin. Ja. Und wie gesagt, je näher ich bin, desto mehr spüre ich das Leben, desto mehr kann ich sozusagen dem Ganzen beiwohnen. Ja. Das ist halt candid, passiv, ohne dass ich irgendwen störe oder irgendwen auffällt. Die zweite Variante, die ich ganz gern mache, ist einfach active candid sozusagen. Wo die Leute, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, die dirigiere ich mit meinen Augen oder mit meinen Händen oder wie auch immer. Die dirigierst sie, ohne dass sie es merken. Und dann kommen sie in die Kamera. Ja. Und zumeist wissen sie dann aber immer noch nicht, dass ich sie fotografiert habe. Ja. So wie bei der Dame. Das weiß ich noch, weil ich sehe ja jedes Wochenende am Naschmarkt. Ne? Der habe ich einfach nur, also die ist immer alleine dort und die schaut immer alleine dort und der habe ich einfach nur mehr Aufmerksamkeit. Ich habe einfach ein Lächeln geschenkt, ne? Das hat sich einfach ergeben im Moment. Und sie hat quasi acknowledged. Ne? Sie hat am Anfang nicht so ganz gewusst, wohin. Aber ab und zu, wenn man es jetzt wegläuft, lachen wir es immer noch ein bisschen so von der Seite an. Ne? Und das ist eben das Schöne. Also ich kann Leute sozusagen fotografieren und die Geschichte mitnehmen für mich, ohne dass ich das ganze Umfeld störe. Ja. Das muss auch nicht sein immer. Da kannst du natürlich mit den Fotos nichts anfangen. Also so wie jetzt in dem Vortrag habe ich sie mit, aber ansonsten kannst du sie nicht veröffentlichen, weil ich natürlich kein Recht an ihrem Foto habe sozusagen. Bei uns in Amerika und England darfst du das machen, weil das einfach im Grundrecht verankert ist. In Asien interessiert es keinen. Ich habe bei uns die Erfahrung gemacht, nachdem ich niemanden schlecht abbild sozusagen, hat mir bis jetzt auch noch keiner auf die Finger gehauen. Ja? Im Gegenteil, mit dem Leid geschrieben, kann er mein Foto haben bitte? Tada, gern, sofort. Ja? Also das ist eher das, was passiert. Wenn ich natürlich die Leute darstelle, wie Quasimodo und in ein schlechtes Licht drücke, naja, dann werden sie es nicht wollen. So, ich muss ein bisschen anspeeden, sorry. Das kriege ich eins drüber, wenn ich wieder überziehe. Aktiv, das ist so wie vorher, wenn ich gesagt habe, wenn man den Leuten Komplimente gibt, sei es über die Hunde, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man aufpasst, jemanden anzusprechen. Ja. Und wenn man sich damit schwer tut, kann man jeden Tag das leicht üben. Und das war ein Tipp, den ich gekriegt habe. Ich habe gesagt, red mit jeden Tag mindestens mit einer fremden Person. Und wenn es nur der Verkäufer bei der Supermarktkasse ist. Irgendwas kannst du demjenigen mitgeben. Ja. Das habe ich eine Zeit lang probiert und das geht immer besser, immer besser, immer besser. Ich bin immer noch nicht dort, wo ich hin will, aber wirklich Fremde ansprechen draußen, wenn ich was möchte, tue ich mir immer weniger schwer. Wie gesagt, ich arbeite viel mit Gesten, mit Gesichtsausdrücken. Je offener und freundlicher ist, die wenigsten schnauzen gleich zurück oder geben da ein böses Gesicht. Ja. Manchmal ist es leichter, gerade in Zeiten wie diesen, da haben Leute halt Masken auf, da geht auch vieles. Und dann findest du manchmal lustige Masken, gehst hin und lachst und grinst da und kannst ein Foto machen.
Und mit dem Foto kannst du ja machen, was du willst, sozusagen, unter Anführungszeichen, weil da kennt man nicht einmal das Gesicht. Ja. Aber zumeist ist es einfach das, was ich gelernt habe. Und das habe ich in Asien gelernt, weil die halt einfach ganz anderes Lernen miteinander haben. Da spürt sich das Leben meistens auf der Straße ab, nicht so wie bei uns um 6 Uhr rollen zu. Und wenn der Nachbar laut ist, dann rollen. Dort spürt sich so draußen ab, das Leben. Die Leute sind einfach gechillter, die gehen miteinander ganz anders um. Ja. Die haben eine ganz andere, die haben weniger Scheu, auf die anderen zuzugehen. Ja. Und das habe ich einfach in Asien gelernt, einfach cool. Zumeist ist es manchmal so, dass sogar zu viele Leute vor der Kamera waren, aber man gewöhnt sich an alles. Ja. Und wenn man dann zurückkommt und einen Teil davon mitnimmt, dann tut man sich da auch leicht. Was ich allerdings auch auf der Asienreise gelernt habe, für mich persönlich ist, mir geht es immer um die Menschen. Ja. Immer. Also es geht, die Menschen verkörpern auch Kultur. Das war vorher, war halt meine Fotografie in der Street sehr viel Licht und Schatten und Geometrie und was immer so alles. Aber ich habe dann auch erklärt, vor allem in Indien, es geht um die Menschen, um die Menschen, die mit denen ich Zeit verbringen will, die so quasi dokumentieren möchte und die für mich einfach eine Erinnerung sind, die ich mitnehme. Und das ist Taj Mahal, klassisch. Jeder, der schon einmal dort war, wird feststellen, du machst kein neues Foto, das nicht schon gemacht worden ist. Weil wenn du reinkommst, siehst du schon gar nichts von lauter Leute. Und ich bin halt dort noch rumrotiert, war schon ein bisschen angefressen, was immer so alles. Habe halt keinen Platz gefunden, also keinen Winkel gefunden, den ich rein fotografieren kann. Dann habe ich da unten irgendwo so gegenüber am Fluss einen Ruderer gesehen und zu meinem indischen Freund gesagt, tu doch mich die Arbeit. Nein, darf man nicht. Und dann, heiliger Fluss. Und na, wie so also in Indien ist, stellst du nochmal eine Frage, wie viel? Dann geht alles. Ja. Sind wir dann am nächsten Tag in der Früh runter, denkschmiert, und dann sind wir am Fluss gewesen. Und dann steige ich ein auf den Ruder, also aufs Ruderboot, und der Typ rudert auf die andere Seite. Und ich sage, Taj Mahal ist da drüben, oh, da will ich fotografieren. Dann haben sie mir erklärt, sie müssen erst den echten Ruderer holen. Ich sage, okay, spannend. Ja. Und dann ist der so auf der anderen Seite gestanden. Ja. Und ich wollte immer nur dieses depperte Taj Mahal fotografieren, weil gerade so schön, 6 Uhr in der Früh, Nebel aufgestiegen, Spiegelung, also Traum, hat noch niemand gemacht, das Foto, quasi. Ja. Und dann ist er ins Boot gestiegen. Ja. Ich habe es überhaupt kein Wort verstanden. Und mein indischer Freund, der ist hinten gesessen, hat mit einem anderen geredet. Und wir haben einfach nur uns gegenseitig angeschaut und haben eine Gaudi gehabt und gelacht. Damals habe ich noch geraucht, dann hat er Zigaretten von mir gekriegt und umgekehrt. Und so ist das Ganze dahin gegangen. Und am Ende des Tages habe ich nur Fotos von ihm gemacht. Das Taj Mahal habe ich überhaupt gar nicht mehr fotografiert. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Weil das einfach nicht mich abgeholt hat und mich auch nicht an den Moment dort erinnert hat. Ja. Sondern es war einfach er. Und das ist das, was ich dann an dem Moment mitgenommen habe, gedacht habe, es geht um die Menschen. Ja. Ich habe damals noch sozusagen unter Anführungszeichen ein paar Fehler gemacht, ich habe vergessen, wie er heißt und alles eine Scherze. Das sind einfach so Sachen, die man dann mit der Zeit lernt, was einem wichtiger wird. Ja. Und dann bei ihm, zum Beispiel, der heißt Kadek, was in Bali nicht schwer ist, weil jeder Zweite oder jeder Vierte heißt bei Kadek. Die haben Erstgeborener, Zweitgeborener, Drittgeborener, Viertgeborener, so heißen alle. Ja. Also wenn du zu jemandem sagst, hey Kadek, dann hast du zumindest eine Riesenchance, dass der Name stimmt. Ja. Und in Bali war es halt auch so, ich bin unten vorbei, habe diese ganzen Spiegelungen gesehen und oh, schön und Spiegelung und super. Und er vor dem Tag, das machen wir. Ja. Bin dann dort gestanden und gedacht, bringt nicht viel. Ja. Irgendwann ist er stehen geblieben und dann auf mich zugelaufen, stehen geblieben, auf mich zugekommen. Das Erste, was du machst in Österreich, Bauer kommt schnell weg. Ja, weil der haut da sich erst drauf, bist auf seinen Grund oder irgendwas böse, zerstörst seine Aura. Bei ihm war es ganz anders. Er hat mir einfach gesehen und gesagt, man wollte einfach wissen, was ich mache, von wo ich bin, interessiert etc. Dann sind wir einfach eine halbe Stunde dort gestanden und haben einfach geplaudert. Ich habe eine Freundin mitgehabt, die hat das dann übersetzt. Ja. Aber zumeist haben wir uns einfach angeschaut, es sind andere Leute dazugekommen, die wollten wissen, wie es mir geht, was habe ich für einen Tag, wie taugt mir Bali und so. Also eine ganz andere Stimmung wie bei uns. Ja. Ich bin nur da noch ein bisschen nervös geworden, weil man gesagt hat, mit den Flipflops da stehen im Wasser ist nicht so cool, weil da gibt es relativ viele giftige Schlangen. Ja. Dann waren wir kurz vorbei. Aber da habe ich einfach gelernt, du musst nicht in jedem gleich einen Bösen sehen. Ja. Manche wollen einfach nur wissen, von wo du bist, einfach gute Zeit mit dir haben. Und da habe ich gelernt, einfach offener zu sein, weniger kleiner Schublad stecken. Oh, schaust du aus, Schublad 4. Weil da wirst du viele Momente im Leben einfach nicht entdecken. Das ist eines der Fotos, das auch bei mir daheim hängt, das mich immer daran erinnert,
offen auf die Leute zu gehen, ja? Weniger Vorurteile zu haben. Und je mehr du in der Street bist und je mehr du da reinkommst, desto weniger Vorurteile wirst du haben. Und wer sagt, das geht nur in Asien oder sonst irgendwo? Nein, das geht auch bei uns. Genau. Das ist ein Tempel in Wien, auch vor ein, zwei Jahren. Siehst du, Schwert umfummeln, das erste, was du machst bei uns, puh, passiert was. Ja. Nein, das war der Mr. Wong, der jeden Donnerstag dort in Sai Tai Chi praktiziert und mit dem wir dann ja, ein paar Minuten verbracht haben und dem er dann erklärt hat, was, wie man auf Chinesisch grüßt und so weiter und so fort. Und kannst auch da, wenn du auf die Leute zugehst, einfach eine gute Zeit haben. Ja? Und du kannst dann ein Foto machen und das nimmst du dann mit heim. Ja? Und die Leute haben eine Freude. Und die Leute haben eine Freude, wenn sie selber Fotos davon kriegen, weil sie den Moment nachher weiterhin behalten können. Also je offener man reingeht, desto mehr Herzlichkeit kriegt man zurück. Ja? In jeglicher Form. Das kann ich einfach nur empfehlen, auf Menschen offen und positiv zugehen. Noch 20 Minuten, passt. Street-Fotografie in Wien, das ist meine Commuter-Serie. Das ist einfach etwas, man muss sich ja bewusst sein, das, was man fotografiert, alles ist vergänglich. Irgendwann ist alles weg. Gell? Und was einem auch hilft, ist, wenn man eigene Serien hat, weil dann hat man einfach eine Motivatorheit, wieder rauszugehen. Weil ich kenne mich selber ganz genug. Wir sitzen und haben und denke, ich mag heute nicht raus. Aber wenn du eine Serie hast, an der du selber arbeitest, an der du selber mitwachst sozusagen, ja, dann hast du jeden Tag eine Motivation, rauszugehen und mehr zu machen. Momentan jammer ich, weil alle mit der Maske drin sitzen, ja, gebe ich zu. Und ich jammer deswegen, weil die alten Straßenbahnen bald weg sind und ich fotografiere nur die alten Straßenbahnen. Die menschlichen Emotionen, die drin sitzen, ich suche mir immer Konstellationen. So wie vorher waren zwei gegenüber, ich schaue immer, welche Konstellationen ergeben sich. Ja. Am Anfang habe ich es deswegen auch gemacht, weil die haben mich nicht anschreien können oder mir nachlaufen können oder sonst irgendwas. Die haben vorbeigefahren. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nutze das für mich als Serie, um das bewusster zu machen. Ja. Und ich bin dann da zwei Haltestellen, wo ich weiß, da kommen ein paar ältere Straßenbahnen vorbei. Bin dann hin, von jedem Fenster zu jedem Fenster gegangen, bis ich gemerkt habe, dass ich vielleicht faule Schwein bin, ja. Stehen bleiben und warten, bis er vorbeifährt am Anfang, weil er fährt dann langsam vorbei, das geht. Weil wenn du beim ersten Fenster bist und bis zum letzten kommst, ist er schon längst wieder weg. Ja? Und zumeist ist immer im letzten Fenster das Gute. Ja? Also aus Faulheitsgründen stehe ich dann dort und schaue mir die ersten ein, zwei Fenster an und dann warte ich einfach. Ja. Und da kann man auch viele Sachen entdecken und sehen. Und auch mit den angelaufenen Fensterscheiben zum Beispiel werden die Menschen blöd. Und du hast auch wieder Fotos, wo man nicht jeden gleich erkennt. Ja? Und es geht auch in der Nacht. Also es geht immer und überall. Und überall meine ich damit auch, es geht in Bangkok, es geht in Indien. Man kann überall sozusagen seine Serie fortsetzen. Man muss einfach nur seine finden, was es ist. Bei mir war es halt schon auch so, weil ich bin halt auch früher, ich bin in Kärnten aufgewachsen und habe da halt gern zugeschaut, wo die Leute wegreisen oder wegfahren. Und da waren halt immer die Busse. Die haben mich interessiert, wo fahren die alle hin? Und das hat mich immer interessiert. Ja. Mag sein, dass es daher rührt auch. Ja. Aber wo überall ich hinkomme, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt, da schauen wir die Leute an im Fenster, weil das einfach eine Mini-Geschichte ist, die man dann im Kopf selber zusammenstellen. Gut, in Indien schauen die Züge manchmal ein bisschen schlimmer aus und vor allem am Anfang das erste Mal die ganzen Gitterstäbe und das alles siehst, hat das so seinen eigenen Charakter unter Anführungszeichen. Aber die Leute dahinter sind einfach, du kannst mit denen agieren, baust eine Verbindung auf und du kannst was mitnehmen. Das war übrigens in Old Delhi am alten Bahnhof. Wer noch nicht dort war und einmal dort hinkommt, kann ich nur empfehlen. Da spielt sich das Leben richtig ab. Ja. Da merkt man erst, wie klar man auf der Welt ist, wenn man dort tausende Leute sieht, die an Bahnsteig voll machen. Ja. Regst immer bei uns auf, so viele Leute heute. Dann gehst du mal dort hin und denkst, ein bisschen anders. Wie gesagt, Naschmarkt ist ein persönliches Projekt von mir. Das sind Sachen, die nirgendwo veröffentlicht, außer jetzt da bei dem Vortrag. Das ist einfach etwas für mich. Da suche ich, da schaue ich, da bin ich im Leben dabei. Das spielt sich vor meiner Haustür glücklicherweise ab. Und man trifft halt immer wieder Leute, mit denen man einfach
ins Gespräch kommen kann. Und dort kommst du super leicht mit Leuten ins Gespräch. Und man kann mit dort auch vieles üben. Ja. So wie ihn zum Beispiel, den habe ich jetzt eine Zeit lang schon nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen, den Namen vergessen, habe ich jeden Samstag am Naschmarkt getroffen. Und jeden Samstag hat er mir gezeigt, was er heute wieder entdeckt hat oder sonst irgendwas. Und das haben wir jedes Mal beim Würstelstand gestanden und haben wir gerade gehabt. Ja. Und, aber da spürt sich das ganze Leben ab, also im Naschmarkt, die komplette Gesellschaftsschicht von A bis Z. Und also da habe ich das eh noch einmal. Das ist ein Alltag. Ja, mit seinem Harrison Ford habe ich super verstanden. Ich glaube nicht, dass es der Harrison Ford unterschrieben hat, hat man ziemlich computermäßig ausgedruckt. Aber er hat eine Freude gehabt, fertig. Und immer eine gute Zeit gehabt. Also man kann das auch da machen. Wenn man jetzt am Anfang, wie gesagt, ein bisschen eine Scheu hat, fremde Menschen zu fotografieren, dann empfiehlt es sich zum Beispiel, vertraute Orte aufzusuchen. Ich zum Beispiel, mein Lieblingscafé ist in der Marifelstraße, das Café Michele. Da kennen mich alle, da habe ich meine ganzen, ja, da zickst alle. Und alle wissen, dass ich fotografiere. Und keiner hat ein Problem, dass ich dort fotografiere, die Leute, also die Stammgäste. Ja. Und das ist immer schon das Erste, wo du fotografierst auf der Straße und da anfängst du an fremde Leute. Das heißt, das wird irgendwann einmal normal für dich. Du gewöhnst das an. Ja. Und desto, je öfter du das machst, desto mehr wird es da auch in der normalen Umgebung leichter fallen woanders. Ja. Das ist der Habibi, mein mittlerweile guter Freund. Jetzt raucht er nicht mehr blöderweise. Also die Fotos werden nicht mehr ganz so cool, wie ich es gerne hätte. Aber er ist nach wie vor mein Lieblingsmodel. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Fotos von ihm. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, mache ich was, weil es einfach natürlich ist für mich. Und dann, wenn du einmal sozusagen, bevor du anfängst, überhaupt hingehst, mit den Leuten eine Garde hast, einen Kaffee trinkst, Fotos machst und dann gehst fotografieren, dann ist es super easy in der Stadt. Das zweite ist Freunde. Im Rudel ist man immer stärker, man hat weniger Angst, dass irgendwer dabei, der einen aufpasst, man hat eine Garde. Manchmal schnieren sich die Freunde für einen, kann ein bisschen passieren. Aber ja, im Großen und Ganzen macht es mit Freunden auch mehr Spaß. Man hat gemeinsam eine gute Zeit. Ich mag nicht so große Gruppen, ich mag so 2 bis 3 Leute mithaben. Ja, weil je größer du bist, desto mehr ist es dann auch mühsam. Aber wenn du mit den Leuten unterwegs bist, also meine Münchner Freunde und der Gerd aus Wien, wenn wir zum Beispiel auch zu 5. unterwegs sind, ja, dann geht das. Weil wir sind alle so in unserem Ding, haben eine Garde, dann geht einmal 2 dort hin und 2 daher. Das geht. Ja. Ansonsten, wenn du mit Leuten zusammen bist, die jetzt nicht sozusagen so in dem Thema drin sind wie du selber, dann ist es eher störend, weil du dann als Rudel mehr Aufmerksamkeit erzeugst. Was ich auch empfehlen kann, ist anfänglich Schatten fotografieren. Die Schatten als Linienführung oder als eigenes Element, das ihre Geschichte erzählen, ist eine extrem spannende Geschichte und vor allem, es hilft dir am Anfang auf die Leute zuzugehen. Ja? Weil keiner hat recht am eigenen Schatten. Ja? Und dann, wenn du dann dort stehst und schaust, kommen oft viele Leute vorbei und denken, am Anfang ist es ein komisches Gefühl, dann kommen wir Leuten fragen, was du da tust. Und dann schaust du die auch nochmal so an und wenn du dann 10 Meter weiter gehst, siehst du dann selber so irgendwie mit dem Handy unten stehen oder sowas. Ja? Und es macht dann einfach Spaß. Ja? Also so kommt man auch leichter an die Leute ran, ja? Also wenn man so gewisse Übungsschritte braucht. Was auch ein Thema ist, ist der Unterschied, ob ich auf die Leute zugehe, ja, oder musst du deine Komfortzone verlassen reinkommen, oder wenn du irgendwo wartest, bis jemand in deinen Frame tritt. Ja, das heißt, die Leute kommen zu dir. Du bist auch viel entspannter, wenn du irgendwo sozusagen deine Position hast, das gefällt dir, das taugt dir, und du framest. Das heißt, du gestaltest mit den Menschen. Die kommen zu dir in deinen Frame. Ja, das macht einmal ruhiger, als wir auf die Leute aktiv zugehen. Und der Klassiker, den die meisten kennen, sind diese ganzen Licht- und Schattenspiele. Die machen Spaß, die mache ich auch nach wie vor gern. Aber die sind nicht mehr so interessant wie vorher, weil ich jetzt einfach mehr drauf bin, die Menschen zu fotografieren. Und auch immer mehr wirklich mit den Leuten zu arbeiten, Porträts zu machen, ein bisschen eine Geschichte von ihnen zu haben. Und so wie das Foto, das hätte überall auf der Welt sozusagen sein können. Das war in Budapest. Und wir haben dort ewig gewartet und ich habe gesagt, warten wir noch ein bisschen, weil der Boden ist nass. Und ich habe mir gedacht, Ende Juli, warum ist der Boden nass? Ja. Dann haben wir gesehen, das sind ganz so kleine, da sieht man so kleines Düsen drin. Ja. Und ich habe auf die Uhr geschaut und gedacht, 5 Minuten ist volle Stunde. Die Chance ist gut, dass man zur vollen Stunde was hochkommt. Ne.
Der Platz war leer, 5 Minuten später, wie das Ding angefangen hat zu sprühen, zack, sind die Leute hinkommen. Ne? Geiles Bild, aber könnte überall sein. Ja? Und für mich, ich möchte viel mehr Sachen mitnehmen, Menschen, weil die einfach die Kultur sozusagen für mich widerspiegeln. Was ich auch ganz gern mache, ist einfach sozusagen mit vorhandenen Graffitis, mit Parkbänken, Palmen, was auch immer, Fensterscheiben, Spiegelungen etc. einfach komponieren. Ja, zu schauen, das gefällt mir, da könnt ihr jetzt eine Geschichte machen. Wer tritt ein sozusagen? Oder wo kann derjenige, als der Mensch, das Bild komplementieren? Ja? Und dann wartest du halt auf den richtigen Moment. Das war in Mallorca. Ich habe auf einen Freund gewartet, weil der ist Friseur und der hat noch arbeiten müssen. Ich bin ein bisschen nach Mallorca spaziert. Und das ist vom Theater gewesen, eben so eine Theaterwerbung. Ja. Da habe ich gedacht, et du Brutus. Ja. Und dann habe ich echt gewartet, bis da jemand vorbeikommen ist, der gepasst hat, ja, was das richtig hinten rein hast. Und da bist du auch entspannt, weil jemand kommt in deine Geschichte und du machst die Geschichte fertig und das taugt dann auch. Ja. Geht auch bei uns in Wien, muss halt andere Sachen finden, dann sieht man wieder das Gesicht nicht. Ja. Sozusagen. Es gibt an jeder Ecke einfach Möglichkeiten zum Komponieren sozusagen. Was ich ganz gern mache, sind so Spiele, ich suche mal aus, so wie dort bei dem Fenster, wo ich denke, es war eigentlich geil, wenn ich so aufsteigende Reihenfolge hätte. Ja. Man wartet erst halt auf 1, 2 und dann 3. Ja. Und dann stelle ich so meine Bilder zusammen sozusagen. Ja. Das Einzige, was man sich entscheiden muss, das 1, 2, 3, das ist in Thailand gewesen. Da habe ich eine halbe Stunde gewartet, bis das passiert ist. Ja. Was in Thailand nicht so schlimm ist, weil es schön warm ist und am Abend chillig ein paar Leute vorbeikommen sind. Aber bis ich das vorige Bild zusammengekriegt habe, habe ich alle Fußballergebnisse gehabt. Von alles quer durch den Gemüsegarten. Und dann muss man halt für sich selber entscheiden, wie lange will ich warten oder will ich weitergehen. Ja. Das kann ich keinen abnehmen, das muss jeder für sich. Ich habe einen Freund, der Friedemann, der kann Stunden warten. Ja, da war ich schon, da will ich weiter. Ja. Und bei ihm geht das. Aber das ist, wie gesagt, eigene Geschichte. Mit Perspektiven kann man viel spielen. Je mehr man das wahrnimmt, alles kann man runter schauen. Man kann die Stiegen als linienführende Elemente nehmen. Man kann mit Spiegelungen arbeiten. Das zum Beispiel war auch in Mallorca, da hörst du klack, klack, klack. Und ober dir sind diese Gitter gewesen. Ja. Und schaust auf, zack. Ja. Was ich ganz gern mache, ist einfach die Spiegelungen nehmen. Also es sind einfach so Sachen, wenn es geregnet hat. In der Fotografie gibt es, wie gesagt, kein schlechtes Wetter. Am Anfang, Regen will ich nicht raus. Mittlerweile so, Regen, ich will raus. Macht einfach Spaß, weil das einfach viele Elemente sind, mit denen man arbeiten kann. Und warum ich mir, glaube ich, dem Aufmerksamkeit gegeben habe, ist, ich meine, am Anfang, eines meiner ersten Bücher war von Henri Cartier-Bresson, und der hat immer die Bilder umgedreht und wenn er dann die Geschichte erkannt hat, hat er es für gut befunden, sozusagen. So, der hat Fotos beurteilt. Ich dachte, das kann ich auch. Ich habe es nicht beurteilen können, aber ich habe die Perspektive einfach cool gefunden bei manchen Sachen. Und so bin ich halt dann auf den Geschmack gekommen, die Fotos am Kopf zu drehen. Und mittlerweile sehe ich das halt auch schon vorher. Ich weiß schon, wenn ich sozusagen umgekehrtes Foto haben will. Was mir ganz wichtig ist, zum einen, ich mache Schwarz-Weiß-Fotografie, weil ich rot-grün blind bin. Ja, also ich kann rot und grün nicht unterscheiden und alles, was mit Farben ist, lenkt mich ab und stresst mich. Und ich habe mich einfach auf die Schwarz-Weiß-Fotografie konzentriert, weil sie einfach ruhiger ist für mich. Und da habe ich dann auch angefangen, immer mehr ruhiger zu werden in den Bildern. Das heißt, je weniger ein Bild ist, desto mehr taugt es mir. Ja. Je mehr Ruhe ein Bild ausstrahlt, das ist bei der Albertina, ist mein Lieblingsstiegen. Ja. Jeder, der meine Fotos kennt, weiß, dass ich sehr oft dort bin. Ja. Und immer warte, bis die Leute an die Stiegen runterkommen, weil das einfach ein super Kontrast hat für Schwarz-Weiß. Ja. Wenn die Leute je nachdem, so wie da, mit Licht entsprechend angestrahlt werden oder von der Kleidung her, ergeben die für mich einfach schöne Bilder. Stimmungen, Regen, wie gesagt, Regen in jeglicher Form, das ist ein Foto aus Wien, kann man jeden fotografieren. Störe niemanden seine Privatsphäre, ist niemand erkennbar und ist trotzdem ein schönes Bild von dem Tag, von der Stimmung, die ich wahrgenommen habe. Ja?
wenn ich vorgehend eingehend gesagt habe, ich mache nur schwarz-weiß, es gibt halt einfach manche Sachen, die gehen nicht in schwarz-weiß. Ja. Das ist in Zara der Himmel und der hat dort einfach so eine intensive Form, ja, das würde ich in schwarz-weiß nicht darstellen können. Und ja, manchmal macht man halt vor. Für meinen Fall sind die Formen ein bisschen übertrieben, weil ich halt ein bisschen Rot viel mehr dazu habe. Aber mir taugt es und ich fahre da jedes Jahr gern hin, weil es einfach ein super Platz ist. In der Nacht ist es auch super, weil du einfach ruhiger wirst. Alles rundherum ist automatisch ausgeblendet. Das heißt, du hast eine Lichtquelle und auf die kannst du dich konzentrieren. Ja? Da kannst du schauen, was kannst du abholen. Und für mich ist es dann insofern angenehmer, alles andere kann ich ausblenden. Ja? Automatisch. Ich brauche nur ein bisschen Kontrast aufziehen oder aufziehen und schon ist der Rest weg. Ja? Das ist für meine Art der Fotografie einfach angenehm. Ja? Das zweite ist, in der Nacht sieht die auch nicht jeder gleich. Sieht nicht jeder gleich die Kamera aus. Das ist auch ganz angenehm. Ja? Und mit den Kameras von heute, 1600 ISO und Co., easy peasy. Ja? Egal welche Marken. Zum Abschluss, wie gesagt, warum? Warum mache ich das? Ich mache das für mich, weil Street für mich einfach generell bereichernd für mein Leben ist. Ich lerne viel über mich selber, jeden Tag, wenn ich draußen bin und mit mir arbeite. Und ich stelle mir immer öfters die Frage, warum will ich das Foto? Was will ich damit aussagen? Was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Was ist der Moment, den ich für mich mitnehmen will? Und dadurch ergibt sich dann auch immer mehr die Frage, wie sehr will ich das Foto? Ja? Und wenn ich ein Foto unbedingt will, dann habe ich auch keine Angst, dahin zu gehen. Punkt. Ja, das habe ich einfach für mich gelernt. Wenn ich sage, das will ich jetzt. Oder denjenigen will ich, mit dem will ich fotografieren, den will ich festhalten in meinem Leben. Ja. Da habe ich einfach keine Angst mehr hinzugehen. Das hat sich, klar, über die Jahre einfach erleichtert, indem ich immer öfters und immer mehr hingegangen bin. Aber das ist einfach die Geschichte, die ich erzählen möchte und dann gehe ich hin. Ja. Ich habe dann auch so einen Trick, so 5-4-3-2-1, gehen wir. Bam. Also innerlich, also ganz so schnell zähle ich nicht runter. Aber ich zähle aber und denke mir, wenn ich bei Ansehen gehe, und wenn es nicht gehst, gehst du nicht. Ja. Und in 99% der Fälle gehe ich mittlerweile hin, ja, wo du selber sozusagen das Kommando gibst. Und was ich gern habe, ist einfach, wenn ich meine Geschichten dann anderen Leuten weitergeben kann. Also ich mache mittlerweile, ich druck viele Fotos und wenn es dann die Fotos, so wie da wird eine Firma in Wien ausgestattet, die haben jetzt 40 Bilder von mir hängen. Die Fotos dann an einem live siehst, ja, wo also nicht nur Besichter haben oder generell, sondern auch woanders siehst, dass andere Leute frei damit haben, dann macht es wirklich Spaß auch noch, sozusagen anderen deine Geschichte weiterzugeben oder zu erzählen. Aber das Wichtigste ist, man muss seine eigene Arbeit leben. Ja. Man muss es für sich machen und nicht für die anderen. Wenn du es für die anderen machst oder für Aufmerksamkeit oder für auf Instagram, dann wirst du irgendwann einmal, wird es dann einfach keinen Spaß mehr machen. Ich kann das aus eigener Erfahrung erzählen. Ich bin die ersten 2 Jahre relativ schnell hochgegangen in Instagram und das hat super funktioniert, irgendwann einmal den Hänger kriegt. Weil du halt einfach nur noch Fotos gemacht hast, zum Teil, das mengen's. Das kann nicht sein. Ja. Da habe ich jetzt echt zurückgenommen, immer mehr zurückgenommen, weil das mache ich für mich. Und die Leute, die meine Arbeit gern haben, ist es egal, in welchem Bereich, die kaufen meine Fotos. Und Street ist einfach der beste Lehrmeister. Ich kann in jeder Situation fotografieren. Ich kann mit jedem Licht umgehen, ich kann auf alles reagieren. Ich muss nicht, wie stelle ich das jetzt ein? Und warte mal, kann ich da Licht haben? Und ich kann das, was da ist, nehmen. Ja. Und das ist für mich einfach, wie gesagt, die Street ein Lehrmeister. Ja. Ich habe das in meiner Storytelling-Serie, die ich mit Ferdinand mache, da verwendet man nichts anderes, als wie das, was da ist. Punkt. Also nur eine Kamera, ohne Aufheller, ohne irgendwas. Das verwende ich in meiner Porträtfotografie, ich kann mit allen arbeiten. Oder ich brauche zumindest wieder einfach ein Mini-Licht. Ja. So ein kleines, das ich halte und fertig. Ich versuche so wenig wie möglich, 4 Stunden, wenn ich mit meinen Kunden arbeite. Ja. Wenn ich da jetzt 2 Stunden ein Set aufbaue und das Ganze, dann gebe ich nicht demjenigen die Aufmerksamkeit, der zu mir kommt, sondern gebe der Technik die Aufmerksamkeit. Ja, ich gebe meinen Leuten, die zu mir kommen, die Aufmerksamkeit und das 100%. Ja. Und das habe ich da auch über die Street-Fotografie gelernt. Und ganz wichtig ist diese Aufmerksamkeit in der Aktfotografie. Ja. Das ist ein sensibler Bereich. Wenn ich mich da jetzt nur mit Technik beschäftigen würde und nicht den Menschen abholen würde, mit dem ich zusammenarbeite, ja, funktioniert es nicht. Ja. Dann würde ich mich auch nicht ehrlich behandeln, unter Anführungszeichen. Ja. Und das ist für mich ganz wichtig, um eine gewisse Ästhetik in allen Punkten auszubringen. Vorletzte Seiten, versprochen. Mittlerweile, ich habe angefangen, das war mein erstes Buch.
Dann ist noch ein Buch dazugekommen, noch ein Buch. Mittlerweile finde ich fast schon keinen Platz mehr, wo die Bücher hinkommen können. Weil Inspiration für mich, die hole ich mir mittlerweile aus Büchern oder gedruckten Bildern, weil da kann ich mir einfach mehr Zeit nehmen, auf die Bilder einzugehen. Weil wenn du im Internet scrollst, ich gehe wetten, du kriegst die Hälfte nicht einmal mit. Ja. Und ich glaube, jedes Foto hat es verdient, angeschaut zu werden, zumindest einmal inhaliert. Muss ja nicht jedem gefallen, ich kann nicht jedem seinen Geschmack treffen oder ich kann nicht auch jedem die Geschichte vermitteln. Ja. Aber das Foto selber hat es verdient, sozusagen nicht weggewischt zu werden. Ja. Und das nehme ich bei meinen Fotografen, also das sind jetzt nur ein paar von den Street-Fotografen, die ich habe. Robert Frank, ja, man dürfte wahrscheinlich auch eine kleine Inspiration gewesen sein wegen meiner Commuter-Serie. Viele Leute vergleichen das, also die Bangkok-Serie, die ich gemacht habe, so, hey, Robert Frank. Da schicken wir Leute aus Amerika, da war gerade einer in New Orleans, da haben wir Fotos geschickt von den Trams, die dort durchfahren. Da musst du sofort her, da musst du her, das musst du fotografieren und was ich was alles. Dann gibt es andere, die sagen, ah, ich habe eine Serie angefangen, das taugt mir und inspiriert bei dir, danke. Das ist cool. Ja. Vivian Maier ist einfach, ja, ist eine eigene Geschichte, derjenige, der sie kennt, weiß, wovon ich rede. Der Antonin Krachtowil, Analogfotograf, der hat einfach geile Aufnahmen gemacht hat. Also das muss man sich einfach selber anschauen. Ja. Der Schrei, das Foto, der Schrei von ihm, die Geschichte dahinter ist halt auch extrem spannend zu erfahren. Und der Salgado ist einfach jemand, der Ästhetik in Perfektion in die Fotos rüberbringt. Egal, wie traurig die Geschichte ist, es ist immer ästhetisch. Und er hat dann auch gesagt als Statement, egal wen du fotografierst, er hat vielleicht nicht richtig und genau übersetzt, aber er hat das Anrecht, würdevoll abgelichtet zu werden. Und das finde ich auch. Ja, jeder hat unter Anführungszeichen den Anspruch, würdevoll abgelichtet zu werden. Und das ist das, was ich vom Salgado einfach so gern mitnehme. So. Schauen wir mal, wie die Technik beim. I initially started with photography to document my life, but I soon widened my interest to include street photography, portraiture, and storytelling. I'm actually colorblind. For me, red and green are the same color, so it was normal for me to start shooting monochrome. For me, colors are a distraction. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe ein paar Inspirationen mitgeben können. Ich darf am Ende noch darauf hinweisen, im Store gibt es tolle Angebote, die ihr nutzen möget. Was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, ist Kaffee und was zum Knabbern dort. Das kann ich euch noch mit auf den Weg geben. Wenn irgendwer Fragen hat, ich bin jetzt noch da, gern, jederzeit. Es wird da Ende September mit dem Digital Store wieder einen Street-Workshop geben, heuer, den ich mit Ihnen gemeinsam mache. Ansonsten sage ich danke und genieße den Tag noch. Ja.